Ich frage das, weil es ja tatsächlich vorkommt, dass ein junger Mann, der Priester werden möchte, sich in jemanden verliebt, der aber aus kanonischen Gründen oder aus Gründen des Charakters nicht als Frau eines Priesters eignet. Und dann steht man ja vor der Wahl, ob man sich für seine Liebe entscheidet, ja, oder? Oder für das Priestertum, ja. Für das Priestertum, ja. Ja. Nee, also das war halt schon so, ich habe mich da irgendwie so umgesehen und also das war irgendwie so eine auch innerliche Verbindung. Dann fühlt man, dass der Mensch irgendwie zu dir passt und der spricht irgendwie deine Sprache sozusagen. Also du sagst irgendwas Kirchliches und oder du hast irgendwelche Vorlieben und der Mensch versteht dich. Also das heißt, das ist irgendwie so eine, ja, wie der heilige Paisius sagte, die eine Frequenz. Ja. Was hat deine Nationalität für das Priestertum, für dein Priestertum in Deutschland für eine Bedeutung? Also die Orthodoxie, die macht keinen Unterschied, ob man jetzt Russe, Deutsche, Grieche ist. Also weil wir sind alle in Christus vereint und das Wichtigste ist unser Glaube, das Christentum. Ob jetzt jemand aus Georgien kommt oder aus Serbien oder aus Russland, das in Christus sind wir alle eins. Nach dem Schulabschluss bist du ja nicht sofort aufs Priesterseminar, sondern hast erst einmal eine Ausbildung gemacht zum Großhandelskaufmann. Ja, genau. Warum bist du nicht sofort aufs Priesterseminar gegangen? Ja, zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich gleich ins Priesterseminar, aber die geistlichen Väter, die mich damals geführt haben, die haben immer gesagt, also bevor man gleich ins Priesterseminar geht, sollte man halt erst sozusagen eine Ahnung davon bekommen, wie das Arbeitsleben ist und wie die Leute halt so in der Familie, in der Arbeit halt leben und damit man halt mehr Erfahrung hat. Deshalb habe ich diese Ausbildung gemacht, also aus Gehorsam oder aus Abslushanie und habe natürlich auch dadurch eine Erfahrung gemacht, die war also wirklich hilfreich für mich. Also, und, das war, denke ich, auch ein richtiger Schritt. Gut, und studiert hast du ja in Jordanville bei New York. Aber das muss man sich ja erstmal trauen, also sich als junger Mann in den Flieger zu setzen, ins andere Ende der Welt zu fliegen, alles hinter sich zu lassen. Ja, natürlich. Das war so eine wirklich ein sicherer Schritt. Das heißt, ich habe diesen Schritt also sehr sicher gemacht. Ich war ja damals auch in dieser Ausbildung, die haben mich übernommen und dann habe ich einen Zivildienst gemacht, also 10 Monate, und dann bin ich wieder zu dieser Firma gekommen und habe ihnen gesagt, dass ich kündige. Haben mich gesagt, warum? Wir haben dich übernommen und du kündigst.